Ali und Hallöchen, meine lieben Freunde. Und damit dürfen wir jetzt den Anfang von Don't Stop Together begrüßen. Mit? Hallo. Mit Hallo. Wie geht's dir, Hallo? Hallo. Ich bin fertig. Ich hab Hunger. Auch. So, wir gucken mal. Wir gehen jetzt hier in die Richtung, weil in der anderen Richtung haben wir ja schon alles erkundet. Ey, wir müssen Essen finden. Nächstes Mal stellen wir uns alle Essenssachen hoch und so. Machen wir einen auf Pussy-Mode. Ich habe noch 12 zu essen. Ich habe noch 3 Karotten, die ich braten könnte. Ja, das hättest du da hinten machen sollen, weil ich werde gleich verhungern. Aber. Weideland! Sehr gut, sehr gut. Hier machen wir eine Basis. Eine ich habe noch 10 Hunger. Ja, ja. Karotten! Und Beeren! Essen! Oh, wir haben dann doch mal Glück. Mach hier eine Basis. Mhm. Kannst dann hier alles braten. Feuer läuft. Ich verhungere gleich. Jetzt hört doch mal auf, ihr Trut. Alter. Hauptsache, hier sind 3 Trut, Dennis. Ja, klar. Und die Bären, es leckt bei mir tierisch. Ich muss jetzt erstmal essen. Ich hoffe, das geht für die Zuschauer. Wir googeln einfach nachher vor der nächsten Aufnahme, wenn das irgendwie. Ne? Ja, irgendwie müssen wir das hinkriegen. Das geht bestimmt. Zur Not machen wir es irgendwie mit Hamachi, mit einem Proxy-Netzwerk, keine Ahnung. Da gibt es schon Möglichkeiten. So. Ist eigentlich Birkenholz anders als normales Holz? Ich hab jetzt keine Steine mehr. Hast du normale Steine? Normale Steine habe ich dir leider alle gegeben, nein. Dann. Ah, da oben ist einer. Ich sehe einen Stein. Alles gut. Was ist denn das hier? Der Frosch ist böse, ne? Der bringt mich um. Da war was. Ja, ne? ja, genau. Oh, das leckt tierisch gerade. Okay, das ist nicht gut. Wir sollten eigentlich langsam mal gucken, ob wir irgendwie auch selber Essen pflanzen können und so. Das machen wir gleich. Wir haben hier die Kanickel-Dinger. Ah ja, genau. Wir essen ja lecker Hasen. Ich brauche noch eben das hier. Was ist denn das denn überhaupt? Ach so, Ach, ne Nuss! Das ist von den Birkenholz. Naja, ich weiß. Alter, erstmal, ich glaube, ich tue noch ein bisschen mehr Birkenholz abholzen, damit wir da noch Essen von kriegen. Und ja, ich gehe nicht zu weit weg. Ich weiß, es ist gleich wieder Nacht. Ja, ja. Du leckst aber selber auch ein bisschen gerade, ne? Also TS-mäßig. Du leckst sehr hart. Oder liegt das am Meer? Moment, ich guck gleich mal kurz. Warte, ich guck auch. Und geh mal eben in die Mitte und guck nach den Pings. Müssen die nicht eigentlich auf Betal stehen? Ja, doch, du hast schlechte Vor. Ich jetzt auch. Keine Ahnung. Ich hab keine Updates laufen bei Steam und nichts. So. Es liegt aber auf jeden Fall am Spiel. Wir haben. Hey, wir haben Pflicht! Es liegt auf jeden Fall am Spiel, weil in CS haben wir beide einen niedrigen Ping. Ja, ich habe auch nichts und Steam macht auch keine Updates und nichts, also keine Ahnung. Wo bist du? Ich hole eben noch schnell einen Stein. Alles, ja. Komm gleich zum Feuer. Du kannst ja da ein bisschen Kohle reinpacken oder so. Habe ich noch Kohle? Ja, aber die... Dann können wir gleich endlich forschen. Es leckt richtig krass. Das ist eigentlich nicht spielbar. Kann man eigentlich auch irgendwie einen Schutz bauen für das Feuer, vom Wasser her und so? Nee. Wachsen mit die Mods, Bären nach? Ja, ein bisschen. Ja. Die wachsen nach, das ist alles gut. Deswegen ist es auch ganz praktisch, weil wir direkt so ein paar Büsche haben. Ich meine, an sich die Frösche können wir ja auch töten. Na, erzähl ich halt, wenn irgendwelche Leute anfangen, was zu spähen ins Thema, aber das macht ja nichts. Ist ja nichts geheim. Musst du die auf beschäftigt stellen, weil ich sehe es nicht. Ich sehe es trotzdem. Oh doch, ich sehe es doch, scheiße. Salmon Red Science Machine. It breaks down objects with their scientific components. So, wenn du dich dran stellst, kannst du mich neue Sachen machen. Und dann geh mal in Survival und dann mach dir mal ein Backpack. Hast du mal erstmal direkt mehr Platz. Backpack. Ich bin der Rucksack von mit Zeug und vielem allerlei. Das reicht. Alles, was du willst. Das reicht. Wo ist ein Backpack? Trap, Bird Trap, Bugnet, Fishing Rod.
Under my umbrella. Ella. Ella. Okay. Ah, hier. Ich brauche noch Gras. Oh, ey. Ich brauche einen Blitzableiter. Ich brauche Gras. Smoke weed. Sorry. Oh, mehr Steine. Es fehlt ein Stein. Es ist mir zwar echt neu, dass es im Frühling so viel regnet, aber gut. Hey, warum kann ich das nicht machen? Achso, ich bin nicht bei der Dingsmaschine. Genau. Aber das erste Mal musst du bei der Maschine stehen. Später ist es egal. Gib mir den Backpack. Was heißt Prototype? Ah, okay. Gut, haben wir einen Backpack? Der sieht voll süß aus. Ich bin ein Rucksack, Junge. So, was machen wir? Oh, ich muss aber wieder was essen. Ich, ich baue uns gleich Schwerter und, ich mache uns Schutz vor Blitzen. Ich laufe mal ein bisschen weg. Ja, du weißt ja, wo das Feuer ist. Ja, ich glaube. Nein, ich weiß es. Aber ich muss aufpassen, weil gleich wird es dunkel. Ich gucke nur, ob hier oben noch irgendwie Karotten oder so sind. Nee, nur Gras. Dann komme ich wieder runter. Ah, hier oben habe ich schon gerade ein Hasenloch gefunden. Ja, hier sind überall welche. Aber die sind zu. Wir müssen dann das nächste Mal googeln, wie wir die aufkriegen. Moment, weiß ich nicht gerade nicht. Das aufheben. So, es ist gleich Nacht. Das heißt, schnell zurück nach unten. Hoffentlich. Okay, gut. Hat gerade so gereicht. Hallo. Hallo. So. Was ist das hier? Ach so, Blitzableiter. Ich glaube, da laufe ich mal nicht hin, weil ansonsten werde ich vom Blitz getroffen. Ne? Ja, das sollte eigentlich alles so weit dann gehen und funktionieren. Gut. Sehr gut. So. Sehr gut. Weitermachen. So, Achtung, hier lege ich was für dich hin. Dauert ein bisschen. Ein Speer. Jetzt können wir uns verteidigen. Ich Speermann, ich angreifen. Können wir auch die Spinnen dann fertig machen, weißt du? Examine Alkira. It's Alkira. Ne, echt. Was ist schon bei Tools neu? Eine Haxt? Eine Haxt vor allem. Oh, Schaufel. Das, ich glaube, das geht mit Schaufeln. Die aufmachen, das will ich jetzt probieren. Echt? Nein, ich glaube, nein. Dann kommt nur ein Hase raus. Ich habe jetzt aber schon eine Schaufel gemacht. Dann ist das Haar. Ja, das ist ja egal. Oh, dann guck ist das mal, da oben sind Augen. Hallo, Augen. Die Hallo. Sind böse. Die wollen dich fressen. Die wollen dein Gehirn. Hä? Da ist doch gar nichts zu holen. Oh, Mann. Okay, also zumindest bei mir ist Leben, Hirn, Essen ist alles okay. Kann man mit leer. Nee, nicht da unten. Nicht am Feuer. Kannst jetzt mit der Schaufel wieder rausholen. Erhups. Ich hab hier schon angefangen. Hier kannst du so einen kleinen Wald machen. Da oben. Aber weil hier am Feuer ist doof, weil wir könnten anzünden und so. Oh, stimmt. Ich krieg ja am Bart. Da war ja was. Jetzt den Frosch töten. Cool, das ist Twix. Jetzt habe ich Hunger. Wo hast du den Wald angefangen? Da oben ist ein... Aua. Es laggt. Ich sollte nicht mit ihm kämpfen, wenn es bei mir laggt. Greif ihn an! Warte, ich hab den Speer nicht... Wo ist der? Da. Komm her, Frosch! Den anklicken. Er ist tot. Ja, Froschschenkel! Kannst du dir kochen? Erstmal essen. Aber die sind nass. Egal. So. Wo hast du jetzt im Wald angefangen? Sorry, dass ich da unten fragen muss. Da, hinter dir, der eine Baum. Greif ihn an! Hä? Ich sehe nichts. Ach so, der eine da. Ja. Weil das halt so ein Stückchen weg ist. Der haben alles viel. Dann machen wir uns hier ein kleines Wäldchen schon auf. Das ist ja nicht stark. Das muss so lecken, dass ich den nie treffe. Ja, wir müssen mal nächste Aufnahme gucken, wie was los ist. Dann leckt das bald nicht mehr. Also bei mir leckt es ja nicht. Ja. Ich bin den Vogel nicht tot, ey. Ich glaub's ja nicht. Was hast du da schon wieder gemacht, dass bei dir so leckt? Nicht, aber nicht an mir. Das ist immer so. Der hostet, hat nie Probleme. Mhm. Das ist das Komische. Ne, wir googeln dann noch. Google ist dein bester Freund. Das habe ich von meiner Ausbildung auch gelernt. Wenn du was nicht weißt, google.
So. Den natürlich auch mal, den kleinen Frosch hier. Was springst du hier so rum? Halt nicht mit der Schaufel, bitte. Hä, wo ist jetzt mein Stecken? Da. Komm her! Wir müssen auch gucken, wie wir diese Schweineschreine aktivieren. Hm? Weiß ich nämlich gerade gar nicht. Was müssen wir aktivieren? Diese, wo die aufgespießten Schweineköpfe ich werde übrigens verrückt, glaube ich. Das sind Belebungsdinge. Ja, das passiert automatisch. Ja, bei mir ist alles verschwommen. Und es wird dunkel. Ich brauche irgendwie Blumen. Zum Feuer. Hä? Feuer gehen. Ich habe nur noch 65 an Verstand. Ich werde verrückt, ja. Ich werde verrückt. Grüne Pilze. Hier ist nichts. Warte, ich laufe zurück und gucke, ob ich da grüne Pilze finde. Sammel dir gerade Blumen. Ich mache dir gleich einen... Ich werde verrückt! Ah! Okay. Komm zu mir nach oben, bleib mal ruhig, hier sind überall Blumen. Warum sehe ich dich eigentlich auf der Minimap nicht? Das weiß ich nicht, das ist ein bisschen blöd gelöst. Ich komme. Ich werde verrückt! Ich glaube, ich habe gerade den Weihnachtsmann gesehen. Ja, der Weihnachtsmann. Lala. Du bist nur gerade ausgelaufen oder den Weg hinterher. Nach oben und dann kommt da so ein kleiner Birkenwald rechts und dann gehst du da rein. Ja, da bin ich. Und da musst du mal gucken. Da oben siehst du, hier sind überall Blumen und so. Mhm. Gut. Weißt du, wenn ich die Blumen esse, ne? Oder wie war das? Nee, erstmal nicht essen. Ja, wie werde ich jetzt wieder normal? Pflücken und essen ist für dein Herz. Warte hier. Bleib mal hier. Mhm. Hier. Setz mal die Mütze auf. Ich habe immer noch... Wie viel Verstand? Das hilft dir schon mal. Wie viel Verstand hast du eigentlich? Ich habe 48. 47. Warum sinkt das bei mir so schnell? Hilfe? Weiß ich nicht. Eigentlich müsste jetzt mit der Blumenkrone das auch besser werden. Nein, es sinkt immer weiter. Vielleicht sollten wir uns ein bisschen mehr über dieses Spiel informieren. Im Singleplayer ist das alles ein bisschen einfacher. Bisschen als sonst nirgends Blumen, sonst hätte ich jetzt noch ein paar gepflückt, aber... Guck mal ein bisschen weiter runter. Hier so rechts nach unten gehen. Was sagst du so leicht? Ich dreh gleich durch. Ah! Aber du drehst doch jetzt schon durch. Ja, noch mehr. Blumen. Die beschwer dich nicht, ne? Was soll ich denn sagen? Ich wecke hier die ganze Zeit durch die Gegend. Braucht doppelt so lange, um Sachen aufzuheben. Blumen machen glücklich. Blumen. Ja, langsam. Es muss doch einen Grund haben, warum das nach unten geht, oder? Ja, aber ich weiß nicht, warum. Mann, ich hebe jetzt sogar... Ist es vielleicht dein Bart? Ich weiß es nicht. Das habe ich mir nämlich auch schon überlegt, aber... Du kannst ja einen Rasierer machen, musst dich nur an die ja, ich weiß Maschine stellen. Ja, ich probiere es einfach mal mit dem Abrasieren, ne? Ja. Ich habe jetzt ja wieder ein bisschen mehr. Es ist zwar immer noch nur 66, aber es geht echt schnell runter, es muss echt am Bart liegen. Also es geht halt sowieso permanent runter, ne? Bei mir ja auch. Ja klar, aber es geht halt bei mir gerade echt schnell, jetzt habe ich noch 63, 62, 61. Was? So, Rasierer, wo war denn der? Steht bei Tools, oder? Ja. Wo ist denn der? Ah, hier, Razor. Den muss ich auf mich anwenden, oder? Oh, fuck, ich hab Hunger, ist shit! Nicht gut. Ja, ich hab grad kurz gegessen. Wo ist der Rasierer? Ja, jetzt geht's wieder. Okay, gut. Gut, dann wissen wir das jetzt auch. Okay. Es wird dunkel. Hast du Feuer? Ja, habe ich. Gut, mach mal das große Feuer an, ich komm da hin. Gut, okay. Gut, ich bin nicht verrückt geworden. Alles okay, Leute, alles safe. Mir geht's gut. Er dreht nur durch. Gut, das heißt, ich werde verrückt, wenn mir ein Bart wächst. Wenn das im Real Life so wäre, werde ich immer Mitte der Woche total im Arsch.
Übrigens gleich 15 Minuten. Ja. Hey, 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 hast du zufällig noch zwei Blumendinger? Was? Zwei Blumendinger. Ich habe gerade alles Blätter gegessen. Achso. Es geht aber jetzt wieder voll schnell. Na ne, jetzt ist normal schnell. Es ist halt bei 65. Was? Ich sehe hier Schatten. Oh, oh, da kommen Hände. Siehst du die Hände auch? Ja. Drauftreten, drauftreten, drauftreten. Einfach, einfach. Ja, entgegenlaufen, bis sie ganz weg sind. Okay. Komm immer wieder, die wollen Feuer klauen. Was ist das denn für ein Spiel? Ich hab schon wieder 59. Ich werd total irre. Mann. Ich hab 7. Okay, wir beenden jetzt gleich die Folge und dann googeln wir, warum ich so schnell verrückt werde. Du musst doch einen Grund geben. Sobald wieder Tag ist. So. Ich habe nämlich wieder nur noch 54. Bei mir ist alles total verschwommen. Das sind die Super Secret Settings. Wir bleiben jetzt hier stehen. Ja, wir gehen jetzt zum Server da. Okay. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Wir versuchen, die Probleme zu lösen. Ja, die Like-Probleme und die Verrücktheitsprobleme. Sehen wir uns das nächste Mal hier weiter oder im schlimmsten Fall in einer neuen Welt. Wir müssen gucken, wie wir es hinkriegen. Ich muss was essen. Egal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.